Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben SZMK-Fans. Ich habe mir gedacht, ich nutze dieses releasefreie Wochenende, an dem ausnahmsweise mal keine Single auf den gängigen Streaming-Diensten von mir erscheint, für ein kleines Informationsvideo bezüglich meines kommenden Albums Poetry Killer, das am 22. September 2023 erscheinen wird. Ja, davon haben vielleicht noch nicht mal alle von euch mitbekommen. Ich weiß, denn einige werden sich denken, oh, der Pro-Rapper, der hat ja erst im Februar sein letztes Album Ultima Ratio veröffentlicht mit 18 Tracks und knapp 74 Minuten Spielzeit. Da brauche ich so bald gar nicht mal seine Social-Media-Kanäle checken. Ja, falsch gedacht, denn gerade mal 7 Monate später erscheint jetzt mit Poetry Killer schon der zweite Longplayer von mir in diesem Jahr. Vermutlich auch der letzte in diesem Jahr, wohlgemerkt. Hintergrund ist einfach, im Frühjahr und im Sommer hatten Crazy und ich so eine motivierte Phase, dass wir dieses Album völlig ohne Zeitdruck angegangen sind. Und wenn ich was ohne Zeitdruck und ohne selbstgesetzte Deadline anfange zu machen, dann ist es meist irgendwie schneller fertig. Man ist schneller im Flow drin. Und bekommt so in diesem Fall 12 ziemlich geile Tracks, wie ich finde, hin und hat ein Album fertig. Gut, die ersten Lines, die sind hier schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres entstanden, also als Ultima Ratio noch nicht mal rauskam, also von einem kompletten Schnellschuss kann man in diesem Fall auch nicht reden, aber es ging schnell, es hat Spaß gemacht, es war eine Produktionsphase, wie ich sie lange nicht mehr hatte, weil in den letzten Alben, muss ich sagen, hat es mir teilweise dann doch wegen gewissen Zeitdrucksituationen an Lust gemangelt, den einen oder anderen Song noch fertigzustellen. Das war bei Poetry Killer überhaupt nicht der Fall. Wir haben ja einfach 12 Songs gemacht, also 12 Tracks hat das Album insgesamt und ich hatte an allen Fun, ja. Und bin hier, wie gesagt, völlig ohne Zeitdruck rangegangen und das Album ist ziemlich geil geworden. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt es besser als Ultima Ratio, auch besser als Moloch. Jetzt muss ich mal überlegen, was waren denn meine letzten Alben? Besser als Clusterfuck. Ich würde es unter Inverbis Diabolus vielleicht verorten, aber das ganze Produktionsprozedere hat mich schon sehr an die alten Vernissage-Tage, muss ich sagen, erinnert, wo wir damals einfach auch völlig ohne Druck einfach an gute Musik rangegangen sind und da entstehen dann eben doch die größten Perlen. Und ich möchte euch an dieser Stelle einmal die CD vorstellen, auf die ich in diesem Fall auch wieder ganz besonders stolz bin. Poetry Killer erscheint im Digifile, also kein Jewel Case. Viele sagen ja immer, Digifile, Digipack wirkt minderwertiger als Jewel Case, weil das Ganze nur aus Karton besteht, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das viel geiler, so ein komplett in sich gebündeltes Produkt zu haben, als so ein Jewel Case, die man da noch auseinanderfriemeln kann. Und da lässt sich das Design natürlich auch viel schöner verarbeiten. Also wenn man das so umklappt, hat man hier viel mehr Spielereien mit dem Design. Das ist das Cover, alle Beats von Crazy, der das Ding auch gemischt und gemastert hat, genauso wie Ultima Ratio auch. Hier haben wir dann die Tracklist, 12 Tracks, wie gesagt, einige davon kennt ihr schon, Entartete Kunst kennt ihr schon, Row Zero, der böse Song mit Video, den kennt ihr natürlich schon, Nevergreen, mein Sommerhit, kam jetzt letzte Woche raus, kennt ihr schon, Nightstalker, das war die zweite Single, kennt ihr natürlich schon, und Stille Wasser kommt nächste Woche raus, den könnt ihr euch dann auch schon mal vormerken, der geht wieder ein bisschen in eine bösere, düsterere, gesellschaftskritische Richtung, im Gegensatz zu dem fröhlichen Nevergreen. So sieht das Ganze aus. Und vorbestellen könnt ihr das auf suizidalmusik.de, auch im Bundle mit dem dazugehörigen Poetry Killer Shirt, das ich leider noch nicht da habe, aus einem ganz einfachen Grund. Wir bestellen nächste Woche die komplette Shirt-Auflage. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen zu wissen, sobald wir diese Shirt-Auflage bestellt haben. Das sind dann die Shirts, die schon vorbestellt wurden, logischerweise drin, und noch ein paar Überproduktionsposten. Und das sind dann auch die letzten Shirts, die es da geben wird. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall das Bundle mit CD und eurer Shirtgröße wollt, dann solltet ihr bis nächste Woche
noch vorbestellen, weil danach gibt es nur noch Restposten, also das, was an Shirts eben von den Größen her am Ende übrig bleibt. Wir werden dann nicht so viel mehr produzieren als das, was bestellt wurde. Und ich bekomme immer wieder Nachrichten, Monate nach Release, von wegen, ey, ist dieses Shirt noch zu haben? Ist dieses Bundle noch zu haben? Wird das nochmal nachproduziert? Und das sage ich halt meist, ja, wenn die Nachfrage stimmt, wird das nochmal nachproduziert. Aber da immer nur so einzelne Nachrichten alle paar Tage mal kommen, kann man das nur schwer abschätzen und deswegen scheitert die Nachproduktion dann meistens. Deshalb an dieser Stelle nochmal, wenn ihr das wollt, wenn ihr die CD und das T-Shirt im Bundle wollt, auf jeden Fall bis Ende nächste Woche auf suizidalmusik.de vorbestellen, sonst wird das schwierig. Genau, so sieht die CD aus und wenn wir das Ganze dann aufklappen, dann haben wir hier die CD im Vinyl-Design. Finde ich auch richtig geil geworden. In so einem kleinen Retro-Touch. Hier hinten, gut, hier diese kleinen Bildchen, die hier überall angebracht sind. Das sind die wie einzelnen Single-Covers. Kennt ihr zum Teil schon? Entartete Kunst, Row Zero. Den kennt ihr noch nicht. Der ist von dem Song Schwarzseher. Bekommt ihr im Oktober. An der Stelle können wir dann auch nochmal sagen, am 22.09. erscheint das Album. Alle CD-Käufer bekommen an diesem Tag auch eine Download-Version, genauso wie die CD eben selbst. Und eine Download-Version, eine Only-Download-Version werden wir an diesem 22.09. auch online stellen. Aber was nicht passieren wird, ist, dass das ganze Album am 22.09. auf Spotify und Co. online geht. Wir werden diesen 2 Wochen Release-Turnus, den wir aktuell drin haben, also dass alle 2 Wochen eine neue Single von mir auf den gängigen Streaming-Anbietern erscheint, den werden wir auch nach dem Album-Release beibehalten, sodass wir dann im Dezember alle Songs online haben. Das heißt, wer nicht bis Dezember warten will, bis er mal hier das ganze Album hören kann, der sollte das auf jeden Fall vorbestellen. Wie gesagt, auch wenn ihr keinen CD-Player habt, ihr habt ein schönes physisches Produkt, ihr bekommt den Download von den einzelnen Tracks gratis mit oben drauf und das kann man sich einfach schön ins Regal stellen. Also ich bin ja ganz großer Fan von solchen physischen Produkten. Hier auf der linken Seite haben wir dann das Poetry Killer Lyric Book. Da sind sämtliche Texte mit drin, damit ihr die schön mitlesen oder auch mitrappen könnt. Dazu noch ein paar Credits, Nevergreen Bild. So und so sieht das Ganze dann aus. Hier noch ein bisschen Werbung für meine Social Media Kanäle, auf denen ihr mir gerne folgen könnt, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Also auf Facebook, wer es noch benutzt. Instagram, TikTok bin ich so minimal, muss ich sagen. Also das ist nicht so meine Plattform aktiv. Dummerweise hier die CD ist schon ein bisschen länger in Produktion, weil es dauert immer so 6 Wochen ungefähr, bis die Pressung hier durch ist. Und in diesen 6 Wochen hat sich hier tatsächlich was verändert, nämlich Twitter gibt es nicht mehr. Das heißt ja jetzt X. Hier haben wir dummerweise noch den kleinen Twitter-Vogel und es gibt auch die ein oder andere Twitter-Line auf dem Album, die jetzt natürlich nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber in allem steckt man eben nicht drin. Wir arbeiten hier natürlich immer ein bisschen vor. So sieht das Album aus. Suizidalmusik.de könnt ihr es vorbestellen, zusammen mit dem Poetry Killer Shirt am besten. Und ich wünsche euch in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende, eine schöne neue Woche bald. Und nächste Woche gibt es dann am Donnerstag um 20 Uhr auf meinem YouTube-Channel Stille Wasser. Ich freue mich über euren Support. Ob ihr das Ding jetzt kauft, ob ihr die einzelnen Songs streamt, ob ihr sie teilt, ob ihr sie liked, ob ihr auf YouTube kommentiert. Alles, was den Algorithmus pusht und SZMK nach vorne bringt, ist natürlich gerne gesehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt, aber wirklich um das Video, in dem ich einfach nur eine CD hier vorstelle und ein paar Hintergrundinfos drop, nicht unnötig lang zu ziehen. In diesem Sinne, in diesem Sinne, in diesem Sinne, in diesem Sinne, ciao.